Ich habe vor ziemlich genau 10 Jahren mal einen Vortrag gehalten über OpenStreetMap und da wurde ich auch dann konkret gefragt, wie ich denn den Erfolg dieses Projektes festmache. Da habe ich auch gesagt, es wird an der Laufenthaltung der Daten liegen. Also nicht, dass ich einfach auf einem weißen Blatt Papier letztendlich irgendwo einen neuen Strich ziehe, sondern wie aktuell bleiben diese Daten. Und genau darum wird es auch in diesem Vortrag gehen von Roland Olbricht. Ja, danke für die Einleitung, danke für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Es geht nämlich um ein Thema, das eigentlich vor 10 Jahren schon eins war, nämlich was für Möglichkeiten haben wir herauszufinden, wie aktuell OpenStreetMap-Daten sind. Ich selbst habe mit dem Problem schon mal zu tun gehabt, so sah das aus, wie das so ist, bei der Urlaubsplanung schaut man sich vorher den Weg an, den man fährt. Gut, man hätte vorgewarnt sein können, es gibt eine Baustelle und es ist auch nicht Deutschland, weil wer weiß, ob die Niederländer das gut handhaben. Und das ist das, was wirklich passiert ist. Da, wo noch die Ausfahrt war, stand ein Bagger, weil sie nämlich, als ich da ankam, war die Karte definitiv nicht aktuell. Ich konnte da nicht mehr durchfahren. Das hat uns einen größeren Umweg mitgebracht, aber wir sind drüber hinweggekommen. Und das ist tatsächlich gar nicht so. Das ist tatsächlich gar nicht ein einmaliger Fall gewesen. Nämlich hier ist es auch in Großbritannien passiert, dass es 12 Monate gedauert hat, zu bemerken, dass es eine Autobahnauffahrt gibt, hat aber einen größeren Aufruhr gegeben. Es hat diesen etwas längeren Thread an Mailinglisteneinträgen gegeben. Also das Problem ist durchaus real. Das heißt jetzt nicht, dass die Welt untergeht, aber wir sollten im Auge halten, dass es nicht eine theoretische Diskussion ist, sondern auch in den Kerndisziplinen kann es durchaus vorkommen. Wobei zu dem Hintergrund mit Holland werde ich gleich nochmal kommen. So, es gibt es auch in diversen anderen Varianten, zum Beispiel eine Variante, die wir aktuell haben, ist, bei mir in der Nähe wird ein Autobahnkreuz umgebaut, weil es im Verkehr fast zusammenbricht, auch das mit dem so ziemlich deutschlandweit meisten Verkehr. Und da ist es so, da hat tatsächlich am Kölner Stammtisch haben die Leute gefragt von Leverkusen, wie viele Bauzustände dürfen wir denn eigentlich eintragen? Und das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich meine, die sind ja vom Amt her tatsächlich in der Lage, sich einfach eine Wiedervorlage zu legen und das alle 3 Monate neu einzutragen. Das heißt also, denen würde ich durchaus zugestehen, so dicht zu takten, die Neueintragung, wie sie eigentlich wollen. Aber es ist natürlich auch ein Aspekt, der dazukommt mit, wenn ich jetzt solche Bauvorhaben habe, wie viele Zwischenzustände da kann und will ich den eintragen? Auch darum gibt es Diskussionen. Und natürlich Kernsache, veraltete POIs. Gibt es ganz viele von oder könnte es ganz viele von geben? Und Frage ist eben, genau. Oh, ich habe es vergessen. Ich habe es tatsächlich mal ausgezählt und einfach mal bei allen Gelegenheiten dann mal in den Innenstädten mich umgeguckt. Kommt das vor, dass ich welche finde? Und immer in den 9 von 12 Fällen habe ich, wenn ich mit offenen Augen durch die Innenstadt gezogen bin, bei eigentlich anderen Gelegenheiten POIs zum Nachtragen gefunden. Das heißt nicht, dass das eine Katastrophe ist, aber das heißt, es gibt tatsächlich was zu tun. Das wirft einerseits für den Datenkonsumenten die Frage auf, wenn ich die Daten nutzen will, existiert das Ding, auf das ich mich verlasse, vor Ort noch? Beziehungsweise umgekehrt, das Ding, was ich vielleicht finden will, von dem ich nicht weiß, ob es gibt, ist es in den Daten schon drin? Und natürlich für uns Mapper mit, wo lohnt es sich nachzumappen? Also kann ich irgendwo rausfinden, wo die 9 Orte jetzt von diesen 12 gewesen sind, an denen ich hätte nachmappen sollen? Und es gibt tatsächlich eine ganze Menge von üblichen Ansätzen in OSM, von denen ich eigentlich war, die Intention von diesem Vortrag zu sagen, wir nehmen die üblichen Ansätze her, basteln mal irgendwas Hübsches in Overpass drum und dann haben wir irgendwie ein nettes Tool oder ein nettes Extra-Tool. Und ich habe versucht, die Sachen dann einfach möglichst neutral und skeptisch mal zu analysieren. Die eine Frage ist, lohnt es sich, das Alter der neuesten Version des Objektes auszuwerten, beziehungsweise nach welchen Kriterien kann man feststellen, wo man nachmappen sollte? Die andere Frage ist, was gerne immer wieder hochblubbert, ist ein Last-Check-Tag. Brauchen wir sowas? Wollen wir sowas? Die Idee ist, dass Leute hergehen und quasi sagen, stellen fest oh, der Supermarkt ist noch da, oh, die Straße ist noch da. Dann setzen wir mal das Last-Check dran. Ist befriedigend quasi in dem Moment, wo man sagt, als Mapper, man hat beim besten Willen nichts zu mappen gefunden, dann kann man wenigstens ein paar Sachen machen. Und die Frage kommen wir eigentlich weiter, wenn wir externe Quellen nutzen zum Vergleichen. Auch da gibt es historische Beispiele, wo es gut funktioniert hat. Wir sind mit den Straßenlisten wahnsinnig weitergekommen, dass man mitkriegt, wo es sich lohnt zu reparieren. Und es gibt das hartnäckige Gerücht, dass das in beide Richtungen funktioniert. Also auch so manche Stadt guckt man in OSM-Daten nach, wo es sich lohnt, mal nach Fehlern in den eigenen Daten zu suchen.
Und es gibt tatsächlich, kommen wir erstmal zum Versionsalter, es gibt tatsächlich einige Werkzeuge, um Versionsalter zu visualisieren. Es gibt diese E2Map-Sachen, gab es übrigens auch schon seit 10 Jahren und funktioniert seit 10 Jahren, ist nicht besonders flott, aber macht hübsche Bilder, ist zum Sofortbenutzen geeignet. Es gibt eine Seite, die irgendwie zur letzten Sotem in Mailand aufgepoppt ist, von der ich vorher auch nicht wusste, die ich jetzt mir beim Suchen gefunden habe. Ist auch nicht die schnellste, macht ziemlich bunte Bilder. Und man könnte sogar gefiltert suchen mit Overpass, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, was sagt uns das jetzt? Also, ab welcher Farbe muss ich jetzt hier mappen? Ergibt das Sinn, in diesen roten Bereichen zu laufen oder ist da nichts? Oder die Striche oben? Und deswegen habe ich mir mal angeschaut, etwas, von dem wir wissen, dass es sich einigermaßen häufig ändert, sind Restaurants. Die Hypothese ist erstmal, wenn sozusagen die Hypothese wäre, die man normalerweise in OSM hört, ist, wenn die Sachen älter sind als X, dann muss man nachgucken, ob sie noch da sind. Also die Frage wäre jetzt, was ist das richtige X, um herauszufinden, genau, was wäre das richtige X, damit es sich lohnt, hinzufahren, nachzugucken, ist das Ding veraltet? Oder eben technisch formuliert mit, wie sieht es eigentlich mit den relativen Häufigkeiten aus? Ich habe mir versucht, möglichst genau einzugrenzen. Wir haben eine ganze Menge, also ich habe ja nur die OSM-Daten zur Verfügung gehabt. Wir haben eine ganze Menge Edits, die nichts zu tun haben mit den Kernen POIs. Also es kommt absolut vor, dass jemand zum Beispiel, was jetzt durchgegangen ist, ist viele POIs haben eine URL drin und dann gab es jetzt einen Massenedit, der bei den URLs von HTTP auf HTTPS umgestellt hat. Da, wo man weiß, dass es aktualisiert ist. Erzeugt eine neue Datenversion, heißt also, wenn man jetzt nur guckt, wo es neue Versionen gibt, dann kriegt man keine sinnvolle Aussage. Ich habe mir also nur angeschaut, sozusagen, ich nehme mir am Anfang des Monats je Region den Datenbestand und schaue mir an, was sind die Objekte oder welche Eigenschaften haben die Objekte, die im Laufe dieses Monats durch einen Edit entweder ihren Namen ändern oder den Wert von Amenity ändern. Davon auszugehen, wenn ein Restaurant seinen Namen ändert, oder wenn es danach kein Restaurant mehr ist, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich, hat es geschlossen oder hat sich substanziell verändert, beziehungsweise das Originalrestaurant wurde durch einen neuen Pächter ersetzt oder ähnliches. Und jetzt mal kurz Frage ins Publikum. Wann schätzt ihr, ab wann ist die Wahrscheinlichkeit signifikant erhöht, dass ein Restaurant bereits wieder geschlossen ist? Wer würde sagen, nach 5 Jahren ist es signifikant erhöht, dass ein Restaurant bereits wieder geschlossen ist? Würde sagen, nach 2 Jahren. Okay, kein Vertrauen in die Lebensalter von Restaurants. So, machen wir die dritte Publikumsfrage mit ein bisschen kurzer Meditation. Wer würde sich trauen, eine logistische Regression auf diesem Ding zu machen, bei diesen Daten? Das beruhigt mich. Also es ist quasi unkorreliert. Das hat mich selbst überrascht. Ich habe es auch extra für 4 Städte gemacht. Es ist so, dass wenn man sich das anschaut, dieses Kriterium, also klar, es gibt hier diesen einen Ausreißer bei Dresden, aber das ist zum einen nicht dramatisch, zum anderen spricht einiges dafür. Vielleicht war da irgendeine Mapping-Party und wir haben quasi jetzt einfach die 6 oder 7 Jahre Verzug, in denen das dann tatsächlich mal jemand ins gleiche Gebiet nochmal gezogen ist. Aber man sieht, dass es quasi unkorreliert ist, wie häufig das passiert. Das heißt also, man kann dem Versionsalter eines Restaurants nicht ansehen, ob das Restaurant geschlossen ist. Also, um mal ganz präzise formuliert, ob ein Restaurant geschlossen ist, dies aber noch nicht in OSM vermerkt ist, kann man definitiv nicht am Versionsalter erkennen. Ich habe es nicht für alle POI-Typen untersucht und auch nicht für alles andere. Aber wenn man sich überlegt, was da für Prozesse dahinter stecken, es gibt eben relativ kurzlebige Restaurants. Es gibt auch die Restaurants, die 30 Jahre halten und in der Summe geht es ungefähr gleichmäßig durch. Das Bild haben wir prinzipiell auch bei Straßen. Es gibt die Straßen, die in einem Gebiet mit großem Wachstum gebaut werden und das relativ schnell reicht, da der Verkehrsfluss nicht mehr aus, dann wird nachgebaut. Es gibt die Fehlplanung, wo man relativ schnell nachkorrigieren muss, weil die Straße absolut nicht funktioniert. Klar, das ist nicht wieder ein komplett Abreißen, aber das ist häufig Ändern von Fahrstreifen und Ähnlichem, wo es sich dann auch lohnt nachzugucken, zum Teil auch Einbahnstraßenregelung. Also ich werde es noch machen, ich habe es jetzt nicht im Rahmen von dem Vortrag gemacht, aber ich würde wetten, dass wir uns bei vielen Objektarten schwer tun, aus dem Versionsalter irgendeine sinnvolle Aussage zu treffen darüber, ob ein Objekt veraltet ist. Ich wusste es vorher nicht, ich hätte es vorher blind unterschrieben, aber ab jetzt werde ich jedem, der auf der Mailingliste oder sonstigen Kanal sagt, wir machen ein tolles Tool, um die Leute irgendwo hinzuschicken zum Neumappen, sagen sucht euch ein anderes Kriterium bitte.
So, wo wir gerade beim Zerlegen sind, das Datum der neuesten Überprüfung zerlegt sich wunderbar. Also die Idee ist so naheliegend, dass sie gleich dreimal, also es gleich drei verschiedene Texte dafür gibt. Also mindestens drei verschiedene Gruppen von Leuten haben die Idee gefunden. Lustigerweise, wenn man sich das anschaut, sind das auch verschiedene Gruppen von Objekten. Es ist alles Dresden und man sieht, dass die Muster signifikant verschieden sind. Das heißt, also, da werden verschiedene Texte von verschiedenen Gruppen gepflegt. Ist erstmal nicht schlimm, man könnte Texte zur Not zusammenführen. Die Frage ist ja, sagt das was aus? Also können wir anhand dieser Daten erkennen, ob die Daten noch aktuell sind? Aber das Problem ist, es teilt sich auf, es wird insgesamt viel zu wenig genutzt. Also es ist nur ein Bruchteil selbst wenn man sagt, man geht nur auf POIs von Straßenähnlichen, ganz zu schweigen, selbst dann ist nur ein Bruchteil auf irgendeine Weise markiert. Und auch da haben wir das gleiche Problem mit, was wäre denn jetzt die richtige Verfallszeitung, auf dem wir sagen, wir streben an, es nochmal neu anzugucken. Also wir kommen da nicht so ganz raus. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass so diese innerliche Befriedigung, die ich als Mapper habe, wenn ich wenigstens irgendwas ändern kann, kann dieses Ding natürlich hervorragend stillen. Und damit, wenn es die Motivation erhöht, rauszugehen, zu mappen, ist es eine gute Sache. Aber die Tücke, die einem passieren kann, zum Beispiel jetzt mal, das ist ein kleinerer Ort, Schwelm in der Nähe von Wuppertal. Nur jetzt mal anekdotisch und stellvertretend, da war es besonders extrem, aber das Phänomen habe ich häufiger gefunden. So, mit dem Bild, das wären jetzt die letzten Änderungen der 30 Tage oder Änderungen der letzten 30 Tage und da jetzt wieder die Frage, gibt es irgendjemand, der sich jetzt zutrauen würde, wo es sich am ehesten lohnt, nach neuen vergessenen POIs zu suchen? Also ich wusste, weil meine Frau hatte da ein schönes Café aufgetan, dass es da eins geben muss und war etwas enttäuscht, dass ich es in OSM nicht gefunden habe. Das war eigentlich die einzige Information. Und könnte man aus den Daten jetzt ableiten, wo es sich lohnt, auf die Suche zu machen nach neuen POIs? Ist schwierig, ich sehe jetzt keinen klaren Trend. Hier, wäre man jetzt nicht drauf gekommen, ohne zu wissen, wo. Und da ist tatsächlich einfach auch kein einziges Geschäft gewesen. Und man weiß halt nicht, was bei den Leuten vorgegangen ist. Ich meine, es ist völlig legitim, wenn derjenige rumgezogen ist, dass er hier gesagt hat, er ist halt in diese Straße nie reingelaufen und hat hier halt diverse andere Dinge gefunden, die aus irgendwelchen Gründen viel wichtiger waren. Oder aber hat sich nicht für die Art von Geschäften, die in dieser Straße liegen, interessiert. Und das heißt, im Ergebnis kann man eben, weil man nicht weiß, was die Motivation des oder der Mapper waren, kann man eben auch aus dem dort in der neuesten Überprüfung voraussichtlich weder herleiten, ob die Daten, also einigermaßen herleiten, ob die Daten noch aktuell sind, aber gar nicht herleiten, wo eventuell Daten stecken, die komplett vergessen worden sind. Es bleibt eben die Mapper, die Zufriedenheitssteigerung für Mapper, was immer ein gewisser Wert ist. Kommen wir zu den externen Quellen. Also tatsächlich, eines der vielleicht nützlichsten Beispiele und die auch langfristig in Betrieb sind, ist Regio OSM. Da gibt es die Straßenlisten. Da kann man abgleichen, ob Straßen, die in den amtlichen Verzeichnissen drin sind, auch in OSM drin sind. Ich erwähne es deswegen, weil es mit viel Engagement betrieben wird und eben schon seit langer Zeit und voraussichtlich auch noch für eine lange Dauer. Dazu kommen bei sehr vielen Städten und Gemeinden das Angebot, dass sie von sich aus Straßenlisten oder Adresslisten oder Ähnliches zur Verfügung stellen. Und dann kann man diese Abgleiche auch fahren, mit wo lohnt es sich noch hinzufahren, wo Adressen fehlen. Das ist immer wieder sehr erhellend. Eine episodische Sache war auch, als der VRR dann uns als OSM-Community in dem Fall, das war sogar in Dortmund, die Haltestellenpositionen offiziell zum Auswerten zur Verfügung gestellt hat. Und da stellte sich raus, es gab ganze Stadtviertel in eigentlich unverdächtigen Städten, wo die Haltestellen komplett fehlten. Es gab so ein paar verstreute Haltestellen, die sich meistens wegerklärt haben, dass es keine realen Haltestellen sind. Das war dann die erste oder letzte eindrückende Fahrt. Aber ganz, ganz viele, es gab auf einmal komplette Stadtviertel, in denen wir dadurch mitgekriegt haben, dass da die Haltestellen fehlen. Das heißt also, diese externen Quellen sind, wenn sie verfügbar sind, eine durchaus sehr ernstzunehmende Sache, die man auch zum nur Abgleichen, nicht zum Abzeichnen. Wir haben große, wir wollen die Lizenz, wir halten die Lizenz ein, aber zum Abgleichen, wo lohnt es sich hinzugehen, um zu mappen, sind diese externen Quellen nicht zu unterschätzen. Eine externe Quelle, auf die man vielleicht nicht kommt, sind gesetzte URLs. Die haben nämlich den Charme, dass man sie mehr oder weniger selbst überprüfen kann, ohne dass sie jemand bereitstellen muss.
ob bei den URLs tatsächlich Seiten hinterlegt sind. Viele POIs haben eine Website, wenn der POI verschwindet, dann verschwindet auch die Homepage. Und speziell für das Thema mit, ist der POI vorhanden und für meinen Zweck geeignet? Ich kann halt auf der Homepage nachlesen, sind da Öffnungszeiten und bietet das Ding das an, was ich auch immer nicht da tun will. Die Frage ist also hier nur, ist es geeignet für Orte zu mappen? Man könnte erwarten, dass eine ganze Menge schief geht mit generischen URLs, umgezogene URLs, insbesondere wenn die URL auf einen Liebling geht. Man kann auch nicht so einfach ein Tool anbieten, so im Sinne von Overpass Turbo, wo man einfach klickt und flop testet das Ding alle URLs an der Stadt, weil aus Gründen der Websicherheit geht das aus dem Browser nicht. Und genau, eine ganze Menge Sonderfälle, wo nicht so klar ist, kriege ich überhaupt mit, wenn jetzt irgendwie die Domain von einem geparkt ist und da irgendwie so eine Stellvertreterseite ist, ob die überhaupt vertreten wird. Ich habe es deswegen mal probiert, alle URLs ausgewertet, die ich nicht erreichen konnte. Das hat sich übrigens durch die HTTP-to-HTTPS-Massenedit hat sich das übrigens nicht geändert, weil tatsächlich da nur gültige durch gültige URLs ersetzt worden sind. Und da stellte sich heraus, das ist ein relativ gutes Kriterium, weil die Vorhersage, ob es sich lohnte, den Ort zu löschen oder anzupassen, war, ich habe eine 62-prozentige Chance, wenn ich einen dieser Orte aufsuche, dass ich tatsächlich eine Änderung feststelle. Das hat mich schon überrascht, das ist eine relativ gute Quote. Also es ist nicht so, dass ich es schaffe, wenn ich in einen beliebigen Straßenzug gehe, dass 60% der Objekte falsch und veraltet sind. Also die Quote ist viel, viel niedriger bei ein paar geringen Prozenten. Was ich noch nicht gemacht habe, leider, ist hier in Dresden die Liste durchzugehen. Es gibt eine ganze Menge URLs, die in Dresden drinstehen und die nicht mehr erreichbar sind. Und rauszufinden, ob tatsächlich diese URLs noch da sind. Ich hoffe, dass ich das bis zum Ende noch schaffen kann, aber wir haben ja einen OSM-Samstag und wenn die Vorträge zu langweilig sind, kann ich spätestens dann mal vor die Tür gehen. So, genau. Fazit: Ist ein Objekt aktuell? Am besten. Oh, scheiße, das reimt sich. Sowas sollte man vielleicht vorher kontrollieren. Also die URL ist das beste Kriterium, festzustellen, ob ein Objekt aktuell ist. Und in Erinnerung daran, dass wir an diese Fundstelle zwischen den ganzen anderen Edits in Schwelm, in Erinnerung an die Trefferquote von 9 von 12 Treffern mit ich gehe einfach mal in eine Stadt mit offenen Augen und sehe, ob da noch Geschäfte offen liegen, kann man sagen, mappen braucht man kein Kriterium für. Geht einfach raus, man findet immer was. Und ja, die ersten drei Dinge habe ich hier in Dresden auch schon gefunden, wenn auch mehr im Vorbeigehen und nach Aktenlage korrigierte URLs. Also von daher, ich habe den sportlichen Anspruch, noch irgendwie echte POIs zu finden. Mal sehen, ob das klappt. So, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Roland. Also man merkt eindeutig, dieses Laufenthalten der Geodaten in OpenStreetMap, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich denke mal, der ein oder andere hatte auch so seine Ansichten zu. Wer hat dann eine Frage? Wäre es auch noch eine Möglichkeit, mit Telefonbüchern abzugleichen? Technisch wäre es sicherlich interessant. Man käme ein gewisses datenschutzrechtliches Problem, wie man die Rohdaten, in welcher Form man die zur Verfügung haben kann. Vermutlich müsste man es auf eine Adressliste runterbrechen. Organisatorisch sind zumindest im deutschen Raum die Telefonbücher so unzugänglich, dass das, glaube ich, niemand versucht hat. Ja, meine Frage geht in ähnliche Richtung. Kann man auch Gewerbeanmeldungen, vielleicht also Restaurants und ähnliches, vielleicht gibt es da auch Verzeichnisse, die man irgendwie auswerten könnte, also wenn angemeldet und abgemeldet wird? Also was ich tatsächlich noch nicht gemacht habe, ist eine systematische Recherche zu machen, welche Open-Data-Angebote man hat, die man abgrasen kann. Das ist ein sehr großes Thema, da kann man viel finden, aber das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe jetzt hier sozusagen eigentlich erstmal hauptsächlich die internen Kriterien abgeklappert, weil die waren halt leichter zu finden mit vernünftiger Vorbereitungszeit. Da gibt es mit Sicherheit einiges. Es wurden zum Beispiel schon das Hygieneregister, in New York war das, ausgewertet, ob die Geschäfte überhaupt in OSM drin sind. Das war ein guter Prädiktor, wo es sich lohnte, noch Sachen nachzutragen. Weil klar, ein Geschäft mit einer Hygienebewertung hat auch, muss auch existieren. Und insofern, da gibt es sicherlich viel zu holen, aber das ist natürlich eine Recherche, die völlig unabhängig von der Fähigkeit zu mappen ist. Also wer auch immer da was findet, gerne.
Du sagst, die URL ist jetzt so toll, so relevant. Sollte man vielleicht in die Editoren so ein Feature einbauen, dass man die Mapper dazu animiert, wenn es denn eine gibt, immer eine URL zu erfassen? Oder landet man dann bei so generischen, was weiß ich, www.mcdonalds.de oder sowas? Hinterher sind wir schlauer. Also eine der besten Entscheidungen von meiner ganzen OSM-Karriere war, dass ich kein User-Interface für die Overpass gemacht habe. Das heißt, ich werde bestimmt mich nicht dazu äußern, was eine sinnvolle Strategie ist, einen Editor zu programmieren und wie die Erfolgschancen sind, wie Benutzer darauf reagieren. Das ist auch eine spannende Aufgabe. Wenn da ein Editor-Entwickler Ambitionen hat, werde ich gerne unterstützen, aber das würde den Rahmen deutlich sprengen, weil da kann eben so viel schiefgehen. Es sind nicht nur die generischen Sachen. Es ist ja auch mit Mehraufwand verbunden, eine URL zu finden. Wenn daraufhin Leute sagen, weil das Ding sie einschüchtert mit, gib mir das Ding gar nicht, es sei denn, du hast auch eine URL, dann wird es genug Leute geben, die das Ding vielleicht gar nicht mehr eintragen. Oder eben einen Wikipedia-Eintrag statt der richtigen URL oder ähnliches. Also kann viel schief gehen, deswegen würde ich es lieber jemandem mit einem besseren Gespür für Endbenutzer dann überlassen. Du hast deinen Vortrag eingeleitet mit diesen Straßen. Ja. Hast die Frage aber gar nicht beantwortet. Ah, Entschuldigung. Ja. Und du hast es für Restaurants gemacht, die natürlich aufgrund von der Werbung immer eine URL, also eher eine URL haben. Wie sieht es mit Friseurläden aus, mit Fleischereien, mit Post und so? Also auch da, glaube ich, wird es nicht einfach funktionieren. Gut, also gehen wir mal beide Fragen durch. Also erstmal zu der Geschichte mit, wie sich das mit Holland aufgeklärt hat. Ich habe daraufhin mich dann mal auf die Suche gemacht. Die holländische Community ist eher im Forum unterwegs. Also es ist da ein ernsthaftes Kommunikationsmedium. Und wie sich herausstellte, gab es zu diesem Autobahnkreuz irgendwas zwischen 50 und 80 Beiträgen. Und anhand dessen, wie die Leute den Fortschritt dokumentiert haben, ungefähr halbstündlich, konnte ich einschätzen, dass ich ungefähr 5 Minuten, nachdem sie per Bagger die Autobahnausfahrt da abgerissen haben, davor gestanden habe. Das kann man von niemandem verlangen, dass innerhalb von 5 Minuten die Daten aktualisiert sind. So viel Anspruch haben wir ja nicht an OSM. Zu den Friseurläden und so weiter. Ich glaube durchaus, dass relativ viele Friseurläden wegen der Auffindbarkeit in Google mittlerweile irgendeine einfache Form von Homepage haben. Aber auch da verlassen wir jetzt den Bereich, wo man sagen kann, ich meine, wenn sie da ist, sollten wir sie erfassen, wenn keine da ist, können wir keine erfinden. Also das ist, wir werden da keine große Politik drehen können, aber es hat sich eben herausgestellt, im Gegensatz zum Versionsalter, was gerne reportiert wird, dass die URL ein guter Prädiktor ist. Deswegen hatte ich es nur erwähnt, ohne jetzt zu sagen, wir können jeden Mapper zwingen, URLs einzutragen oder jedes Gewerbe zwingen, eine Website zu betreiben. Eine Frage lasse ich noch zu. Danke für den Vortrag. Zu dem Thema Telefonnummer wollte ich noch mal was sagen. Also das Schema, das, was du jetzt vorgestellt hast, dass die URL nicht erreichbar ist und dann 404 oder irgendwas zurückkommt, ließe sich ja tatsächlich auf die Telefonnummern auch anwenden. Also so unsere Lieblingsfirmen wie Google haben ja vorgestellt, dass man das automatisierte Anrufen technisch schon umsetzen kann. Und dann hätte man ja diese Aussage, alleine wenn die Telefonnummer überhaupt erreichbar ist, dafür bräuchte man dann gar keine externen Datenquellen. So, ein wunderschönes PR-Projekt, 1 Million Leute, die bisher nie was von OpenStreetMap angehört haben, anzurufen, 3 Uhr morgens, würde ich sehr empfehlen. Vielen Dank, dass Sie abgehoben haben. Für die Überprüfung eines freien Community-Geodaten-Projektes haben Sie einen großen Dienst geleistet. Eher nicht. Entschuldigung. So. Also gut, ich glaube, es ist gut, dass unser OSM-Jurist Falk Scheile gerade selber seinen Datenworkshop macht. Ich glaube, der könnte jetzt hier viel, viel mitdiskutieren. Vielen Dank, Roland, für diesen Beitrag. Und ja, was können wir daraus mitnehmen? Es ist vielleicht doch ganz sinnvoll, die URL zu mappen.